Söchen und Hallöchen, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Battle Network 5 Double Team DS. Letztes Mal haben wir das Tutorial nicht gemacht und sind dann im Sorgen für unsere Mutter erledigt. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir einfach weiter und wir müssen jetzt die ganze Truppe zusammen sammeln, denn zusammen trommeln. Sondern ich glaube, man kann sich hier noch einloggen. Oder nicht? Man kann sich verschiedene Stellen einloggen und jetzt ein paar nette Sachen, die man dann mal abgreifen kann. Aber hier geht es jetzt nicht überall, das heißt, verabschieden wir uns von Mom, bevor wir gehen. Oh ja, wir sollen jetzt zu Lerns Vater. Danke, Lern. Mega Man, meine Freundin hat sich sehr gefreut. Wie? Du gehst deinen Vater besuchen? Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Okay. Kann man? Ja. Das größte Witz überhaupt. Man kann sich die Hundehütte einloggen. Das ist so eine Sache, die braucht man. Die ist tatsächlich doch wichtig für später. Die ist tatsächlich wichtig für später. Ich weiß gerade nicht auswendig, wo hier was ist. Aber hier kann man schon ein paar Sachen abgrasen und das würde ich gerne schon mal machen. Verdammt, okay, normal ist es ein Zielsuchchip. Jetzt sucht sich sein Ziel aus. Ist das blöde bloß, dass der jetzt. Ach genau, diese Meteorien kann man nebenbei unendlich stallen, wenn man das so macht. So, mal gucken, was ich jetzt mit dir mache, aber ich glaube, ich mache das folgendermaßen. Ich versuche dich zu kontern und dann dich umzunutzen. Okay. Ah, spätestens so Meta-Viren nicht mehr das Problem. Und hier gibt es immer wieder blaue Mystery-Dateien. Da gibt es eine Rack-Erweiterung. Das ist auch ziemlich nice. Damit kann ich nämlich einen Chip irgendwann auswählen, der zum Beginn grundsätzlich immer kommt. Verdammt. Das ist später sehr, sehr nützlich. Machen wir die Kombo. Luftschuss und dann den hier. Weil der Streusus trifft praktisch das bestimmte Feld. Also praktisch nimmt sein trifft den Gegner und dann von da aus prallt er in alle Richtungen ab. Du und dann mich machen mit dem Mega Buster. Das ist an sich mega praktisch, das ist diese Rick-Erweiterung, also das praktisch Ding, aber jetzt logge ich mich hier mal aus, weil hier es nicht mehr interessant ist. Ich glaube, ich mach mal später dann, wenn es soweit ist. Oh, und ich glaube, es gibt noch einen Ort. Ja, in diesem Baum. Hier ist halt alles digitalisiert in dieser Welt und ich versuche halt am Anfang noch alles möglichst mitzunehmen. Und ich hoffe, vielleicht war ein oder andere das Spiel findet es vielleicht interessant, wobei ich glaube, das hier ist auch noch doch relevant später. Aber ich sage jetzt nicht wie und es ist auch kein Spoiler, wenn ich hier einfach reingehe, weil die sehen eh alle gleich aus. Und da, TP-Speicher. Seht ihr, solche nützlichen Sachen findet man hier. Und 140 TP ist jetzt schon mal nicht schlecht. Oh, hier haben wir zum ersten Mal Dings. Oh, mir fällt gerade was auf. Das ist eine geile Kombo. Element Haarfeld. So. Ist praktisch, wenn Holznervis hier draufstehen, dann kriegen werden sie geheilt. Und ich glaube, Elektronervis haben hier ein Problem. Das hängt dann auch, gibt es auch ein Typensystem. Wobei das einfach ist: Elektro kontert Wasser, Holz kontert Elektro, Feuer kontert Holz und logischerweise Wasser dann Feuer. Machen wir mal das hier. Ja. So, jetzt hätte ich eigentlich einen starken Mega-Buster gehabt, aber das hat man nicht gesehen. Gehen wir hier wieder raus. Man kann sich auch immer ausloggen, indem man einfach auf das Feld geht, mit dem man sich eingeloggt hat. Hier. Deine Battleship-Daten werden in der Bibliothek in der PET-Anzeige abgelegt. Wenn du einen neuen Battleship bekommst, erfährst du es in der Bibliothek. Genau, was darüber. Alles klar. Und hier kann man auch noch. Man kann sich das Eichhörnchen nicht anloggen, aber das mache ich später, weil. Welches Thema schreibst du in einem Zulaufsatz? Ich schreibe über das Standardsystem. Die Hälfte habe ich schon fertig. Wie findest du das? Das Standardsystem ermöglicht es dir, einen Chip als Standardchip zu bestimmen. Der gewählte Chip wird zu Beginn eines Kampfes in deinem Mob-Bildschirm angezeigt. Berühre den gewünschten Chip, werbe das Display, die R-Taste, L-Taste, um ihn auszuwählen. Das S-Symbol zeigt an. Das ist das, was ich erklärt habe, wo wir die für die RG-Erweiterung brauchen, genau. Kein Licht ist noch zuladen. Da kann man später noch was kurz machen. Hey, weißt du, was Viruskämpfe sind? Na klar! Noch recht, müsste ich jetzt so gerne nochmal erzählen. Ach, was soll's. So, hier wohnt Mail. Hey, Mail. Was gibt's, Len? Der wird uns allen im Wissenschaftslabor etwas zeigen. Komm mit. Sicher. Aber ich muss mich erst fertig machen. Okay, treffen wir uns in 30 Minuten vor der Metro-Line. Okay, bis gleich. Jo.
solchen Kampf färbt sich die Emotionsanzeige manchmal pink. Das bedeutet kritischer Zustand erreicht. In so einem Fall kannst du versuchen, dein Navi über das Mikrofon anzufeuern. Im besten Fall kommt dein Navi dadurch einen Motivationsschub. Nicht irgendwie. Das wäre sicher neu. Nein, ich wusste das. Ich habe es endlich mal ausprobiert, dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Schau, was ich habe. Mein Dad hat mir ein Video gekauft. Ich kann nicht alles. Ich kann alles. Ich kann telefonieren und mailen. Übrigens, wie heißt. Weißt du, was NetNavis sind? NetNavis steuern die Programme in unserem PET, wie zum Beispiel E-Mail, wer liest. Ja, das ist praktisch mega, weil das ist ein NetNavi. So, hier ist Jai, ein bisschen prunkvoll hier das Ganze. Hey Jai, oh, Sian, Len, was wird dich zu mir? Dad will uns allen im Wissenschaftsreport etwas zeigen, komm mit. Klingt interessant, aber ich muss mich erst fertig machen. Meine Dame muss sich erst herrichten, bevor sie ausgeht. Na gut, treffen wir uns in 30 Minuten vor der Metroline. 30 Minuten, ja, das sollte gehen. Bis nachher dann. Auch sie hat eine Homepage, da können wir was einloggen und gehen wir zum Schluss zu Dex. Sieht ein bisschen anders aus. Hey Dex, was gibt's denn? Dad will uns allen eine Wissenschaftsreport zeigen. Gehen wir. Hey, das klingt voll cool. Okay, treffen uns 30 Minuten vor der Metroline. Klare Sache. Bis gleich. Und die ist nebenbei hier die Metroline, dann können wir auch überall rumreisen. 30 Minuten später. Wird langsam Zeit. Entschuldige die Verspätung, Dan. Aber wir mussten unbedingt. Wo ist Dex? Hey, wo ist Dex? Noch nicht hier. Mann, der hat aber auch die Ruhe weg. Ich habe keine Zeit auf Schnarchnasen zu warten. Nur keine Sorge, ja, er wird jeden Moment hier sein. Warum sollen wir eigentlich alles in dein Werk kommen? Ich habe absolut keinen Schimmer. Aber wenn der uns allen etwas zeigen will, wird es sicherlich wichtig sein. Holla! Entschuldigung Leute, ich war so sehr mit Gutsmans Wartung beschäftigt, dass ich total die Zeit vergessen habe. Du musst deinen persönlichen Planer runterladen, Dex. Wenn wir es alle versammeln, lasst uns gehen. Ja, Mail hat recht, alle Mann mir nach. Ich liebe die ACDC-Soundmusik, die ist super, die ist so catchy. So, hier gibt es auch wieder Artikel. Also ich logge mich momentan erstmal überall ein, wo ich kann, weil ich kann mal gute Sachen finden. Im Wissenschaftslabor haben es in diesem wunderbaren Park vielleicht kündige ich meinen Job und bewerbe mich hier. Oh. Was du sowas in meinen Subchips willst du mit. Nein. Vorsicht, besser als Nachsicht. Im Wissenschaftslabor arbeiten die größten Forscher überhaupt. Was? Bin ich jetzt bald auch ein großer Forscher? Nee, ich trage nur gerne Laborkits und hänge hier gerne hier rum. Die Statue eines Mannes, die zeigt nach vorne, in der Hoffnung auf Fortschritte. Kann man sich hier. Nee, normal sagt sie überall, wo man sie andocken kann. Wenn ich mich zum Beispiel hier hinstelle. Diese Skulptur zeigt einen Chip. Das Konzept ist die Verbindung von Kunst und Wissenschaft. Das wird durch den Anschluss zum Einloggen deutlich. Jo. Kann sich nicht in allen einloggen, aber ich glaube, in denen da geht's. Und warum ich gerade den weiß. Ich kenne das Spiel beinahe auswendig. Oder ich kenne es ziemlich gut. Ist doch gut, weil so spare ich mir lange Sucherei an bestimmten Stellen. Ich habe erstmal durchspielen, manche Sachen ewig. Ich habe glaube ich wochenlang nach einer Sache gesucht mal. Und ich werde es dann glaube ich in der Stelle noch erwähnen, wo das wann das war. Bam. Der 1A und das 1A der Chat. Ah, hier ist die missige Datei, die ich suche. Und hier drin ist ein. Oh, noch ein TP-Speicher. Nice. Und hier das ist nichts mehr. Okay. Nur Viren. Ganz schön Viren verseucht für so eine Wissenschaft, für eine staatliche Einrichtung. Zack, 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 zack. Wenn ich den jetzt hinterschiebe, weil das verschiebt nämlich und kann ich den nämlich umknatzen. So, ich freue mich jetzt schon. Oh, ich freue mich generell auf das Projekt. Das ist so super. Das Spiel ist super, also wirklich. Die Kämpfe machen Spaß, hier gibt es interessante Rätsel. Was wirst du kürzer? Da drüben im Hafen soll bald ein Schiff einlaufen. Wann es wohl ankommt, ich kann es kaum erwarten. Ein schlichtes Denkmal und doch drückt der Chip Freude, Trauer, Möglichkeit der Zukunft aus. Ein wunderbares Kunstwerk. Schön. Das ist das Wissenschaftslabor. Sollen wir reingehen? Warum die Frage, wenn du sowieso einfach vorangehst? Aber egal, Mann. Jetzt könnte doch was Wichtiges passieren, wenn ich hier nicht wegscrolle. Oh mein Gott, ein Bonze. Oder einfach bloß ein Auto. Der große Moment ist gekommen. Es geht los. Was? Ich pass auf, dass keine Halunken reinkommen. Ach, ich weiß, du bist doch der Hikaris, Junge. Du darfst natürlich rein. Ich will aber nicht.
kann man sich auch noch einloggen. Ich hab. Okay. Ich weiß, es kommt ein bisschen krank drüber, dass ich einfach jeden Einlog-Spot sofort weiß, aber es ist so, ich kenne den da wirklich und das Spiel ist geil. Ich versuche natürlich möglichst alles so. Ich gehe immer links rum nebenbei, um die Mysterium-Heim zu finden. Es gibt manchmal auch mehrere drum gegen mir. Ein Bugfrag, die kann man später brauchen. Aber ich weiß nicht, ob ich da groß drauf eingehen kann, noch in dem Let's Play. Weil das Spiel hat eine monströse Nachstory, die ich nicht zeigen werde. Das sage ich ganz ehrlich. Zack, zack und dann Mega Buster. Weil die Hauptstory ist eigentlich das Wichtigste an dem Spiel und das andere ist nicht wirklich eine Story, aber es hat halt viel Postgame, was ich an sich gut finde. Ach, machen wir das einfach mal so, dann zeige ich mal, was wir hier auch boosten können. Aber was ich einfach sagen muss, es ist lange, es ist scheiße schwer, man muss zum Teil lange dafür farmen, weil man braucht zum Beispiel alle normalen Chips und so weiter und so fort in Drehmod. Da könnten wir, obwohl momentan brauche ich ihn nicht wirklich in dem, im Team Kernel würde ich ihn brauchen. Aber das dazu auch mal mehr, wenn wir dann an der Stelle sind, wo das glaube ich auch Sinn macht, das zu sagen. Machen wir es jetzt erstmal so. Booster, Kanone, Boost, zack, zack. Booster. Kann man das so machen. Mache ich eigentlich auch ganz gerne, aber es ist noch auf meinem Privatspielstand etwas krasser. Vielleicht soll ich auch mal in Secret Endboss auf meinem Privatspielstand, da habe ich den nämlich schon. Und hier sind sogar zwei Missile drin. Guck mal, und eine Wassersaat. Der Chip da ist eher nutzlos, weil der macht praktisch das Gegner fällt zu Wasser. Ist in manchen Situationen gut, in manchen schlecht. Oder eigentlich eher in den meisten Fällen nicht so praktisch. Komme ich hier rein? Abgeschlossen. Suche nur für Wissenschaftsabon-Mitarbeiter. Schade eigentlich. Das ist hässlich. Ich bin Vertreter für eine Firma, einer Firma für PET-Teile. Nun, jemand verabredet, aber sie sind spät dran. Oh meine Güte, das ist meine fünfte Tasse Kaffee. Junge, Junge. Ich soll ja einen Mann von einer Firma PET-Teile treffen. Und er müsste schnellst hier sein. Wenn er nicht bald auftaucht, wird mein Kaffee noch kalt. Wo aber bleibt. Das auch nicht. Können Sie hier einlocken? Ich glaube nicht. Ich glaube, zu deinem Vater geht es nämlich hier rein. Dad! Wer bist du ja, Len? Hast du die anderen auch mitgebracht? Yep. Okay, Leute, kommt rein. Ist überraschungsmäßig. Überraschung! Aber ich habe mich gerade eingeladen. Oh, verdammt. Hallo. Das wisst ihr, das so wohl. Yippie! Hallo, Dr. Ikari. Prima, sind alle da. Ich habe euch heute hergebeten, weil ich euch etwas ganz Besonderes zeigen will. Etwas ganz Besonderes? Ja, nicht mein Sohn. Ein Programm, das ich zwischen alten Unterlagen fand. Ups, ich habe meine ID-Karte vergessen. Junge, diese sicheren Computersysteme im Scilab sind toll. Wissen Sie das aber? Bitte, verurteilt mich, wenn ich ab und zu Scilab sage. Ich bin das gewohnt aus dem Anime. Ohne meine ID-Karte geht hier gar nichts. Len, könntest du mir meine Karte holen? Sie liegt in meinem Schreibtisch. Sicher, ich bin gleich wieder da. Fällt in welche Schublade ist sie? In der großen in der Mitte. Danke, Dad. Mal sehen, welche ist es? Nur ich kriege keine ID-Bestätigung. Gestern hat es noch funktioniert. Was zum Henker? Alarm, Alarm. Das Navis ist nett eingedrungen und haben mehrere Zonen besetzt. Okay. Hey, wer seid ihr? Das Netz wird belagert. Was ist da los? What the fuck is this shit? Was ist das denn? Was? Bleib weg von... Schlafgas. Okay. Ja, Betäubungsgas oder das. Was in aller Welt geht hier vor? Len? Wach auf, Len. Dad, Leute. Am besten noch Ton machen, dass die verrückten Entführer hier auch noch finden. Ah ja, ich meine die verrückten Entführer. Bestätigt Dr. Hikari. Gaskonzentration 0,03%. Zufall gewährt.
an Dr. Hikari. Bringt ihn weg. Jawohl, Sir. Was soll mit seinen Freunden passieren, Meister Regal? Schnappt euch ihre PETs. Oder die Dinger sind sie hilflos. Jawohl, Sir. Sind sie denn endlich? Alle PETs beschlagnahmt. Aber ich frage mich, wo Len steckt. Egal, die Sache ist erledigt. Machen wir, dass wir wegkommen. Jawohl, Sir. Wir hätten sie sein PET mitgenommen, wäre das Problem. Mega, meine unten voll serious. Like to kill them. Len! Scheiße, Mann, die Leute, die kacken jetzt mal so richtig am Dampf, weil die haben einfach... Dad! Len kommt zu sich. Len, Gott sei Dank, du bist aufgewacht. Endlich, du hast 3 Tage lang geschlafen. 3 Tage? Ja, das letzte, woran ich mich erinnere, ist Betäubungsgas. Warte, was ist mit Dad? Geht es ihm gut? Dad wurde von Regal entführt. Dann war das also doch kein Traum. Ich muss ihn finden. Nein, Len, du bleibst schön im Bett. Bei Mom. Du wirst tun, was ich dir sage, Len. Ach, Mom. Du bleibst im Bett, Len. Hast du mich verstanden? Manu. Ich habe mir große Sorgen gemacht. Auch um deinen Dad. Ich weiß, aber ich muss Dad retten. Aber wenn sich Mom solche Sorgen macht, sollte ich wohl erstmal hier bleiben. Mal sehen, was ich von hier aus rauskriegen kann. Okay. Übrigens, was ist mit Mail und den anderen? Die sind alle vor dir aufgewacht, Len. Jetzt ruhen sie sich zu Hause aus. Und sie sind sauer, weil die Repetis weg sind. Richtig. Um uns allen einen Gefallen zu tun, muss ich irgendwas rauskriegen. Offensichtlich wollte irgendeine Gruppe das Netz übernehmen. Was soll das alles? Ja, das möchte ich auch wissen. Checken wir mal das Netz. Vielleicht finden wir irgendwann einen Hinweis auf Dad. Gut, dann an die Arbeit. Check in, Mega Man, execute! Ich feiere das Spiel ab. Also es ist super. Die Story ist noch nicht, beziehungsweise wir haben schon mal so einen Anstoß in die Story bekommen. So richtig los geht's jetzt dann auch bald. Und die sieht ein bisschen anders aus, Leute. Und was? Du warst so, what the hell, man? Warum habe ich eigentlich schon Karten? Weil man kann sich eigentlich eine Karte auch erlegen und das gibt es in grüne Mystery-Dateien. Und ich mag grüne Mystery-Dateien, weil da kann man auch so mal Geld kriegen. Geld ist im Spiel tatsächlich ziemlich wichtig. Es hat sich wirklich einiges verändert. Was ist denn bloß los? Schlagen wir uns durch, Mega Man. Vielleicht finden wir was raus. Hier könnte alles Mögliche passieren, sei vorsichtig. In Ordnung. Wir haben schon 160 TP, das ist doch deutlich, das ist doch gut. Achtung, Achtung, diese Zone wurde von Unbekannten eingenommen. Alle Besucher bitte sofort ausloggen, weg hier. Haben wir schon? Ja, ich habe schon Kartendaten. Das ist hier unten auch eine Karte von der SED Zone 1. Die restlichen Kartendaten müssen wir alle finden. Dann wird bestimmt Wächter 1A. Nicht unbedingt nötig, aber egal. Gucken, was hier noch so rumrennt. Ah, oder hier noch so ist. Nämlich ein Bugfrag, okay. Und so. Und dann das mal so und so. So, die beiden sind wieder Doppellöschung, aber wird aber sich doch für Schaden nehmen. Das war natürlich auch nicht so das Beste. Und jetzt machen wir es einfach mal so. Ich heile mich hoch, ball in meine Reihen. Gleich aus, lad mein Buster auf und schieß ihn weg. Das alles nur in einem Tag. Einen Moment. So. Und mit B laufe ich natürlich hier schneller, also ich kann noch normal, aber das sieht sogar so komisch aus in Slow Motion. Da komme ich jedenfalls noch nicht rein. Und hier habe ich auch noch Kartendaten, das ist ja gut. Das heißt, erst ab der nächsten Zone fehlen sie mir dann. 350 Zenny, sehr schön. Geld ist immer wichtig. Und diesen Viren. Zack, zack. Hier haben wir auch gleich vom Feld. Komm zu mir, ich finde das besser. Zack, zack. Man vergeht das Ganze auch noch schon schnell. Crate Operating. Okay, ich mache mal auf meinem Spiel schon die Viren auch relativ schnell weg, aber da habe ich auch krassere Battleships. Barriere S. PT, wieder auf Zugang, Chipverzeichnis. Guck mal, was das.
10 TP Schaden auf. Das ist, glaube ich, besser als nichts, damit kann ich einen Angriff tanken. Nee, wohl auch nicht. Das ist nicht gut, wir kriegen irgendwann einen absolut geilen Schildchip, den ich auch meiner Meinung nach ist, was der einer der besten Beatle-Chip im Spiel ist. Es ist vor allem, es gibt verschiedene Chips, es gibt normal, Mega und Giga, aber dazu mehr später mehr. Psst, nicht mit mir, du lässt meine Tarnung auffliegen. Was, dass du ein Idiot bist? Verdammt! Guck mal den so weg. So, dann kann ich den nämlich so und Tschüssikowski! Alles nur in einer Runde bis jetzt. Wobei das hier momentan nicht so schlimm ist, das wird später noch wichtig. Oder nicht in allzu später. Wer bist du denn? Was gibt's, Kleiner? Diese Zone gehört jetzt den Nebula. Nebulax, Moment. Weißt du was? Wir mit Nevis machen, die in unsere Zone kommen. Wir löschen sie. Wow, Bossfight und dann halb so. Das ist auf jeden Fall ein Virenkampf. Wir sind jetzt mal ein neuer. Das ist ein Bug-Tank. Der ist etwas stärker, der wirft auch Bomben. Okay, jetzt wirfst du nicht alles Bomben. Schau jetzt mal, dass ich die Meta-Viren ausschalte. So, vielleicht kann ich das Ding gleich ausschalten irgendwie. Ich probiere es mal mit den Minibanks. Bam. Oh yeah, und sogar noch ein Gegentreffer. Ja, nice. Das ist sogar besser funktioniert als geplant. Ich hab dich wohl unterschätzt. Ich dachte, Nevis von deinem Kaliber wären ausgestorben. Aber genug gespielt. Jetzt zeige ich dir meine wahre Stärke. Tolles Timing vom Hauptquartier, um mich abzuberufen. Was? Der entführte Forscher aus dem Wissenschaftslabor ist wach. Der entführte Forscher aus dem Wissenschaftslabor? Das ist mein Dad. Wohin habt ihr ihn verschleppt? Ach, du bist sein Sohn? Tja, so bald wirst du ihn wohl nicht wiedersehen. Wir leihen ihn uns aus, bis unser Plan Früchte trägt. Bis dann, Kleiner. Stimmt, sein Anfang. Warte, verdammt! Wenn diese Tür aufgehen würde, geht es denn nicht mit dem Megabuster? Die Tür wird von einer furchtbaren dunklen Macht gehalten. Dagegen ist der Megabuster vollkommen machtlos. Stimmt. Mist! Wir müssen uns was anderes ausdenken. Ja, immerhin wissen wir, dass der Ding irgendwo festgehalten wird. Du hast eine Mail. Aus dem Wissenschaftslabor, ich lese mal vor. Newsflash, Einbruch in das System des Skylabs. Oder Skylab eigentlich eher. Skylab ist was anderes. Die Angreifer müssen gestoppt werden, bevor sie das Skylab ganz einnehmen. Oder Wissenschaftslabor. Wow, könnten die Nebula dahinter stecken? Die sind doch immer auf Ärger aus. Ja, du kennst sie nicht. Oh, weil, kam die nicht schon mal vor, die Nebula? Gehen wir, Mega Man. Aber Mom darf nichts davon mitbekommen. Stimmt. Soll sich nicht noch mehr Sorgen machen. Braucht eine gute Ausrede. Jo, was diese abgefahren gute Ausrede sein wird, sieh mir aber. Du hast Mail, Lena, was machen wir im nächsten Part? Also, die Ausrede ist eben auch im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Bis dir denn und ciao.